Dampiri rät die Gruppe, Jin zu finden und auch Renzi mit Hilfe seiner Kräfte wieder auf einzunehmen, woraufhin sie nach Bilhalla aufbricht. Und damit willkommen zurück zu Trails of Mana. Und da habe ich schon sein Level erreicht, sehr schön. Ich habe gesagt, ich begrüße euch wieder mitten im Dungeon hier und nicht in der Stadt, weil ich bin am Ende des letzten Parts nochmal zurückgerannt, weil ich kurz noch speichern wollte und den Part beenden wollte. Und ich hätte halt dumm gefunden, wenn ich euch hier wieder mitten in der Stadt begrüßt hätte und wir dann wieder hinrennen müssten und so. Deswegen dachte ich mir so, okay, dann begrüße ich euch im Dungeon, um halt die Zeit quasi abzukürzen. So. Ich habe jetzt gehofft, ich kann den Kampf ein bisschen ausweichen, eventuell, aber scheinbar nicht. Ja, egal. Wir wollen, wie gerade im Text schon gelesen, nach Bilhalla. Und dafür müssen wir jetzt hier diesen Berg nach oben. Wir waren ja schon mal ganz kurz dort. Hier war das Lager von den Valkyren. Und wir müssen jetzt trotzdem nach Bilhalla. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht irgendwas passiert, wenn ich mal ganz kurz zu den ja, halt nochmal hingehe. Wisst ihr was? Das will ich mal ganz kurz... Ah, schade. Das will ich mal ganz kurz ausprobieren. Ob da irgendwas passiert, wenn ich da eventuell hingehe und kurz nochmal Hi sage. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Manchmal werden so optionale Events getriggert irgendwie. Kennt man ja. Vielleicht nicht unbedingt auch so älteren Spielen wie hier jetzt, aber vor allem aus heutigen Spielen. Aber da das Spiel damals schon sehr, sehr Zeit voraus war, würde ich sagen, kann ich mir vorstellen, dass die sowas eingebaut haben. Oder halt eventuell auch hier im Remake. Who knows? Ich will jedenfalls kurz vorbeischauen. Einfach nur... ich bin voll dumm. Ich bin voll dumm. Einfach nur mein Gewissen kurz zu bestätigen, dass ich da zumindest geguckt habe und getestet habe. Ja, ist gut. Ey, das ist doch so, Mann! Das triggert mich, dass das technisch so kacke gelöst ist, einfach nur. Was, ich verstehe halt auch nicht, was die Entwickler dazu getrieben hat, dass das so aussieht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach nur... Er ist einfach nur dumm. Er ist einfach nur dumm, ohne Mist. Hätte man so hübscher, so viel hübscher lösen können. So, ist jetzt hier noch irgendwas eventuell? Nee. Wenn ich mit dir hier rede eventuell, sagst du irgendwas? Mal so, ist gleich wie damals, glaube ich. Und wenn ich kurz zu Resi gehe, ist die überhaupt da? Sagst du doch irgendwas eventuell? Passt bitte auf euch auf. Okay, nee, immer noch das gleiche, schade. Aber gehofft, wir... erfahren, vielleicht noch was Neues oder so. Ja, ja, okay, immer alles ist gleich, okay. Alles klar. Hat das Spiel leider die Texte nicht geupdatet. Ich hätte es cool gefunden, aber ja, ist auch nicht nötig. Aber das sind so kleine Details, die ich immer mag. Und so schwer ist es auch nicht zu programmieren, sag ich mal. Einfach nur, wenn du halt die Cutscene mit Dampiri abgeschlossen hast, kommst du ja hin zurück und dann haben die Leute einfach einen neuen Text. So, müssen nicht alle sein, bloß ein paar, wie es halt Resi, die gesagt, toll, ihr habt Vampire getroffen, was hat er gesagt? Dann sagen wir halt, ja, dass wir jetzt nach Bilhalla sollen und die dann so, okay, seid vorsichtig, Ende. Mehr will ich doch gar nicht, einfach nur, das fühlt sich halt lebendiger an, wenn auf unsere Dinge, die wir machen, eingegangen wird und das nicht einfach nur unkommentiert passiert quasi. Aber so... passiert es einfach unkommentiert quasi, wenn wir nicht noch irgendwie was gesagt bekommen von Resi oder so. Aber egal, ich will mich nicht beschweren, es ist jedenfalls irgendwie ein bisschen schade, aber egal. Und ich meine, wie gesagt, heutige Spiele machen sowas halt andauernd. Und das finde ich auch gut so. Bestes Beispiel, sowas wie Final Fantasy VII Remake oder Dragon Quest XI oder so. Wenn da irgendwas in der Story passiert und du nochmal in alte Gebiete zurückkehrst, haben die meisten eigentlich immer neuen Text. Oder halt vor allem, wenn irgendwas in der Story im aktuellen Gebiet passiert. Kannst du eigentlich alle 10 Minuten in Dragon Quest XI jetzt zum Beispiel nochmal durch die ganze Stadt rennen und alle Leute anquatschen und alle sagen was Neues. Und das liebe ich einfach. Ich bin ein Mensch, der gerne mit den NPCs redet, um halt ihre Geschichte zu erfahren, um halt die Geschichte der Welt zu erfahren und so.
Da waren wir schon mal. Um einfach zu erfahren, was da abgeht und so. Und deswegen mag ich es einfach mit den NPCs zu reden. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn die NPC-Texte halt nicht so ernst genommen werden. The wind statue is... Oh no! Someone might be after Sylphid like Dom Perry feared! Hurry! Das war auch ein ganz seltsam eingesprochener Text irgendwie, aber okay. Ja, halt die Frage, wer jetzt die Stadt kaputt gemacht haben soll, aber okay. The wind in this place is so strong. I don't think we can force our way through here. Looks like we gotta use our heads to solve this. Ja. Das ist ja vor allem für dich ein bisschen schwieriger, deinen Kopf zu benutzen. Nein, Spaß. Spaß. Da. Aber ja, Oh, meine Fresse! Ebenfalls Dragon Quest 11 ist ein gutes Beispiel. Ja, im Final Fantasy 7 Remake ist ja zum Beispiel auch viel linearer, sag ich mal. Da ist die ganze Story und so ja alles irgendwie ein bisschen linearer aufgebaut. Und deswegen ist da halt auch klar, dass du manche Gebiete einfach immer wieder erkundest. Oh, okay, nett. Und dann kannst du halt da nochmal neue Texte haben. Aber ja. Wie gesagt, das Spiel ist halt alt und früher hat man auf sowas noch nicht so krass geachtet. Wobei es halt auch Ausnahmen gibt. Bestes Beispiel Grandia. Ein Spiel, was für die PS1... Okay. Ein Spiel, was für die PS1 rauskam. Und trotzdem haben die... Hat sich irgendwas verändert? Ich glaube ja, oder? Keine Ahnung. Und trotzdem haben die NPCs halt auch sau viele Texte. Du kannst die so oft ansprechen und lernst quasi immer was Neues. Das ist einfach so ein gutes Spiel, Grandia. Und ja, manche NPCs haben da einfach so viele Gespräche, dass du einfach 2 Stunden erstmal durch die Stadt läufst und mit allen NPCs redest, um halt zu wissen, was so abgeht. Okay, es ist halt wirklich so. Also, jetzt kommt man hier... Ja, genau, hier kommt man nicht durch. Ich muss erst den Stein drehen. Okay, I see. Ja, jedenfalls ist es halt voll krass. Da kannst du teilweise einfach, 2 Stunden erstmal... Wow, das ist irgendwie ein bisschen dumm hier. 2 Stunden durch die Stadt laufen und mit allen NPCs reden. Und halt immer was Neues, rausfinden. Und das mag ich einfach. Dass sie halt daran gedacht haben. Und das gibt, wie gesagt, der Spielwelt auch nochmal so viel mehr Leben. Weil es ist ja ein bisschen weird. Okay. Es ist ja auch ein bisschen weird. Ist ja auch ein bisschen weird. Ich kann einfach nicht reden, weil ich immer neu anfangen muss wegen irgendwas. Wenn du halt irgendwie... Wenn kann man halt wegen die ganze Stadt irgendwie angegriffen wird oder so. Und die Leute halt immer noch die gleichen Texte sagen, wie wenn du in die Stadt zum ersten Mal reingekommen bist oder so. Wenn die halt nicht irgendwie auf den Angriff gerade eingehen oder so. Das ist ein bisschen komisch. Und trotzdem gibt es halt solche Momente in manchen Spielen, wo du einfach nur irgendwas Krasses in der Story erlebst und die ganzen NPCs halt nur drauf eingehen. Und das finde ich einfach nur dumm. Das fühlt einfach nicht gut an, so. Und lässt auch die Welt nicht so lebendig erscheinen, wenn einfach die NPCs halt nie auf Texte oder auf irgendwelche aktuellen Geschehnisse eingehen. Aber egal. Gibt's, wie gesagt, sehr viele Beispiele für Spiele, die das gut machen. Und ich habe gehofft, dass sie da im Remake eventuell ein bisschen dran arbeiten, aber scheinbar nicht. Aber egal. Es sind halt nur so Kleinigkeiten. Es ist nicht irgendwie, was das Spiel kaputt macht oder so. Das Spielsystem komplett zerstört oder so. Es ist einfach nur was, was fürs Worldbuilding halt schön wäre. Wenn du einfach mal gucken könntest und so ein bisschen wüsstest, was halt in den Gebieten quasi abgeht. Aber egal, reden wir nicht drüber. Es ist einfach... Egal. Machen wir es in Dungeon hier. Und bisher, muss ich sagen, finde ich den ganz okay. Ist jetzt nicht wirklich schwierig, hier durchzukommen. Einfach immer nur
den Schalter aktivieren und kannst weiter prinzipiell, aber ja, ist nett. Ich mag immer so Schalterrätsel. Also, Rätsel in Anführungszeichen. Ich finde es gerade nur seltsam, dass hier keine Musik spielt halt. Was ist das hier? Eine Abkürzung, ah. Weil, ja, hier waren wir vorhin schon. Hier kam ich nicht hoch. Okay, nett. Nett, nett, nett. Jedenfalls, ja. Worldbuilding ist immer cool und hier halt nicht so gegeben irgendwie. Allgemein, wir wissen halt gefühlt nichts über die Spielwelt. Das Einzige, was wir wissen, das ist... Das finde ich cool, dass die hier die ganze Zeit Texte zu dem Wind halt sagen. Sich einfach permanent über den Wind beschweren. Das finde ich halt echt cool, weil das gibt halt den Charakteren viel mehr Charakter. Das sagt einfach irgendwas über die Charaktere aus, dass ich halt Angela die ganze Zeit beschwert, dass der Wind ihr die Haare ins Gesicht bläst und so. Also ist nett gemacht. Aber ja, wir wissen halt bisher noch nicht allzu viel über die Welt im Spiel. Ich meine, das kann noch kommen, aber wir wissen halt bisher, es gibt die Mana-Steine, aber mehr auch nicht so gefühlt. Wir wissen nicht, was es damit eigentlich genau auf sich hat. Wobei doch, wissen wir eben schon, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir wissen ja, dass diese Benevodona, oder wie auch immer die ausgesprochen werden, irgendwie darin eingesperrt sind. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Okay, wir wissen doch mehr über die Welt, als ich gerade gedacht hätte. Nett. Aber bisher, wir wissen halt noch nicht so viel darüber, warum und wie die, sag ich mal, eingesperrt wurden. Oder? Habe ich irgendwas vergessen oder so? Haben wir gesagt bekommen, warum die eingesperrt wurden? Also klar, weil sie irgendwie Unheil über die Welt bringen wollten. Aber haben wir schon erfahren, wie die eingesperrt wurden und warum und so? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Also klar, warum bei die Welt halt von denen irgendwie angegriffen wurde und zerstört werden sollte, was weiß ich. Aber wie und so ein Kram noch nicht ganz. Vielleicht kommt dazu ja noch was, ich bin gespannt. Aber ja, mich würde auch nicht wundern, wenn es nicht dazu kommen würde, weil, wie gesagt, älteres Spiel, da war die Story oft noch nicht so krass ausgereift. Also ich würde nicht sagen, dass SNES-Spiele immer eine schlechte Story hatten. Schlechte Story. Also es gibt genug SNES-Spiele, die eine ultra gute Story hatten. Und dazu zählt zum Beispiel Final Fantasy 6. Das Spiel war halt wirklich in der Zeit voraus, finde ich, Final Fantasy 6. Was das Spiel in Sachen Storytelling und Worldbuilding gemacht hat, ist einfach für die Zeit, wo es rauskam, so beeindruckend. Das ist echt krass. Wie komme ich denn da hin? Kann ich da springen? Ja, nice. Okay. Jedenfalls das, was Final Fantasy 6 halt in Sachen Worldbuilding getan hat, ist einfach mega beeindruckend, wie sie halt die Welt richtig krass aufgebaut haben. Und auch der Plot-Twist in der Hälfte des Spiels, sag ich mal. Um jetzt nichts zu spoilern, was da mit der Welt passiert und alles, das ist halt einfach so krass. Und ich kenne auch, wobei doch, ich wollte gerade sagen, ich kenne bis heute kein Spiel, wo was Ähnliches passiert ist, aber doch, Dragon Quest 11 nämlich. Ich will jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber jedenfalls, es ist krass. Das Spiel hat wirklich damals Sachen gemacht und Sachen sich getraut, die sich nicht jedes Spiel trauen würde. Und ja, einfach voll seiner Zeit voraus. Aber ja, generell sind halt SNES-Spiele in Sachen Worldbuilding und Storytelling einfach nur noch nicht so überragend, ach du Scheiße, wie einfach heutige Spiele, sag ich mal. Einfach vieles damals noch ein bisschen simpler war. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht damit sagen, dass SNES-Spiele generell eine schlechte Story hatten oder so. Es gibt genug Beispiele, Lufia 2 meinetwegen, wo ich die Story echt cool finde. Aber halt trotzdem ist die Story noch nicht so krass ausgearbeitet, wie halt in manchen heutigen Spielen. Da fehlen einfach noch so Dinge, die irgendwie die Welt besser und krasser darstellen. Oder doch, darstellen einfach. Die Welt halt ein bisschen spannender darstellt.
So Sachen fehlen teilweise einfach in, so Spiel wie Lufia 2 noch. Ist halt eine coole Welt und so, aber irgendwie, man erfährt halt so gut wie nichts über die Geschichte der Welt, so wirklich in so einem Kram. Und ja, generell, alles noch so simpel, die Dialoge sind noch so simpel. Heutzutage sind halt Spiele im Storytelling, wo hat sich der Weg jetzt aufgetan? Wo denn? Muss ich gleich mal gucken. Heutzutage sind Spiele einfach in Sachen auch Charakterentwicklung und so einfach noch viel mehr ausgearbeitet. Wie gesagt, auch da war Final Fantasy VI seiner Zeit voraus in Sachen Charakterentwicklung. Was halt da einfach teilweise die Charaktere alles für Schicksale hatten. Und wie die Storys von ihr erzählt wurden. Unfassbar gut einfach. Ach, hier oder was? Nett. Unfassbar gut einfach, aber ja, trotzdem, war ich überhaupt schon mal im Bereich? Kommt man hier schon hin? Trotzdem, die meisten SNES-Spiele halt hatten einfach noch nicht so eine krass beeindruckende Story. Oh oh, oh oh, uncool. Aber ja, egal. You wish. Oder fallen euch gerade SNES-Spiele... Ja klar, war ich ja schon mal. Oder fallen euch gerade SNES-Spiele ein, die eine richtig überragende Story hatten. Weil vor allem SNES-Spiele waren halt oft eher so der Anfangspunkt, sag ich mal, wo das Storytelling mehr war, als einfach nur eine simple Geschichte zu erzählen. Final Fantasy IV war ja damals zum Beispiel so das erste Spiel, wo wirklich zum ersten Mal eine krassere Story erzählt wurde. Aber vergleicht mal jetzt meinetwegen mal Final Fantasy IV mit der Story von Final Fantasy 7 oder so, merkt man halt, dass da vor allem in Sachen Charakterentwicklung noch einfach mega viel da war, was halt noch ausgebaut werden müsste, sag ich mal. Sehr viele meinetwegen, sag mir jetzt mal eine Eigenschaft von Cecil zum Beispiel, dem Hauptcharakter. Fällt mir jetzt sofort nichts ein, außer dass er... Ja, wobei, schlechtes Beispiel. Cecil ist schon einer der besten Charaktere aus dem Spiel, muss man sagen. Der ist schon eine krassere Geschichte. Aber meinetwegen jetzt Rosa. Sag mir irgendwas zu ihr. Das Einzige, was mir zu ihr einfällt, ist halt, dass sie sehr liebenswert ist, sehr nett ist und halt, ja, mehr gefühlt nicht... Sag mir was zu Sid. Das Einzige, was ihm einfällt, ist halt, dass er ein Mechaniker ist. Und immer so ein bisschen lustig ist irgendwo. Irgendwo lustig drauf ist, sag ich mal. Das ist ein Mana-Stein. Oh, what's that? It's a Mana-Stone. This is the first one I've ever seen in person, too. Huh. If the Benevedon sealed within were freed, the whole world would be in such danger. Hey, don't jinx it, okay? Oh, I'm sorry. We're doing what we can to stop it, after all. Come on! Sylphid must be nearby! Whoa! Look at these footprints! Is someone else nearby? Let's check them out! Huh. Benutzt die Mana-Steine auf der Welt, um zu einer anderen Klasse zu wechseln? Okay, Stufe 18 oder höher. Haben wir schon Stufe 18? Ja. Let's go, würde ich sagen. Also geht das nicht nur... Also geht das nicht nur in Wendell, Duran? Okay. Klasse wechseln. Jetzt bin ich gespannt, wie das gemacht ist in dem Spiel. Weil Klassenwechsel ist immer relativ interessant in so Spielen. Und man hat auch schon ein bisschen genau, ein bisschen was auf Twitter gesehen. Man kann halt zwischen zwei Sachen wählen immer. Einer Lichtseite quasi, einer Dunkelseite. Ritter, einmal Schützer,
einer Beschützerklasse. Ritter sind sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bewandert. Sie können Schilde, Waffe und Heilmagie einsetzen. Das ist nice. Eine Klasse mit großer Angriffsstärke. Gladiatoren können keine Schilde nutzen, dafür verfügen sie über enorme Kraft. Okay, und die sind Magier quasi. Aber ich glaube, ich würde eher auf Ritter gehen, weil ich sowas immer cooler finde. Kann man noch irgendwie sich mehr anzeigen lassen? Details. Ah ne, es ist einfach das hier. Warte, jetzt frag, warum ich hier so rumgucke. Ich habe einfach meine Facecam quasi so vor meinen an der unteren rechten Bildschirm-Ecke gerade so kurz hängen und deswegen habe ich jetzt nicht gesehen, was da steht. Aber okay, man kann sich nicht irgendwie anzeigen lassen, wie die Werte sich verändern würden. Ja gut, nehmen wir Ritter, weil ich mag einfach solche Klassen mehr. Ich bin generell nicht so Fan von Gladiatoren, muss ich sagen. Ach, warte, nee. Ah! Wir müssen immer richtig gucken. Erhöht die Verteidigung zu Beginn des Kampfes 10 Sekunden lang um 10%. Zwei Hiebe nacheinander, gefolgt von einem Vorwärtsstoß, führen den Feind Schaden zu. Nice. Erhöht zu Beginn des Kampfes 10 Sekunden lang den Angriff. Ja, ist nett, aber Gegner im Angriffsbereich geraten mit einem riesigen Wirbelwind. Das, was dieser eine Gegner die ganze Zeit gemacht hat, oder was, glaube ich mal. Aha, guck mal hier. Jetzt. Das, was ich wollte. Nice. Okay, sehr schön. Also. Angriff steigt um 1, MP steigen um 2. TP steigen auch beim Ritter um einiges mehr. Die Abwehr würde sogar runtergehen. Und die Magieabwehr wahrscheinlich auch. Dafür geht halt hier die Zauberstärke höher. Und was ist das untere Symbol? Ich verstehe die Symbole noch nicht genau. Was soll das Buch darstellen? Was ist dieses komische... Das untere Symbol auf der linken Seite und die unteren auf der rechten sind wahrscheinlich Feuer. Und was ist das unterste Symbol? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht genau. Sind das irgendwie... Nee, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was die Symbole sagen sollen. Aber ich nehme einfach mal den Ritter, würde ich sagen. Ich habe darauf mehr Bock auf den Ritter. Let's go. Und später kann man halt nochmal die Klasse wechseln. Und da auch wieder zwischen zwei verschiedenen auswählen, um halt einen anderen Pfad zu wählen quasi. Nice. Das ist cool. Das, was er von Beginn an wollte, Ritter werden. Oder stärker werden, seine Klasse werden. Jetzt haben wir quasi sein Charakterziel erreicht. Den Sinn seiner Reise quasi. Ist da noch irgendwas? Nee, ich muss auf X drücken zum Verenden, okay. Kämpfer, Klasse Ritter gewechselt. Dreifachhieb, Combo, okay. Die K-Leiste, das ist maximal wahrscheinlich. Nice. Oh, das ist. Ja, das ist auch richtig geil. Jetzt können wir endlich mal ein bisschen mehr ausrüsten. Das ist richtig gut einfach. Okay, geil, geil, geil. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das gefällt mir. Macht hungrig, okay. Und jetzt noch die Klasse wechseln von Angelika und von Charlotte, würde ich sagen. Let's go. Gucken wir mal. Das mal an. Was die beiden machen können. Also Angelika, und nee, Angela heißt sie, oder? Heißt sie, ich bin dumm. Heißt sie Angelika oder Angela? Angela, genau. Ich bin dumm, sorry. Sie hat jetzt wahrscheinlich vor allem magische Klassen, sag ich mal. Und schätze ich mal, oder? Oder wie ist es bei ihr aufgebaut? Ich bin gespannt. Also sie wird wahrscheinlich voll in die Magie-Richtung gehen, irgendwie. I don't know. Da fährt gerade irgendwer voller mit dem Motorrad vorbei, falls man das hört. Es tut mir leid. Zauberin und Mystikerin. Eine Klasse, die Zugriff auf eine Vielzahl von Zaubern hat. Zauberinnen können die Schwachpunkte ihrer Gegner mit verschiedenen Arten von Elementarmagie angreifen. Mystikerinnen verstehen es gut, die Gegner zu behindern und sind bewandert im Wirken von dunklen Zaubern. Sie können Fähigkeiten erlernen, die es ihnen erlauben, ihre eigenen... Okay, TP aufgebaut, um den Schaden der Zauber zu erhöhen. Finde ich beides interessant, muss ich sagen. 100%. Erhöht bei 100% den Schaden durch Magie um 15. Erhöht Magieangriff und Abwehr, wenn ein Verbündeter bewusstlos wird. Magisches Herz der Schein explodiert, wodurch der Feind Schaden erleidet. Sterne bei Magie im Feind. Okay, das finde ich cooler. Und hier steigen die Werte doch mehr an. Wobei hier halt die Zauber noch krasser ansteigen. Hier hören sie auch die TP mehr, die MP ein bisschen mehr. Ich glaube, ich bin tatsächlich für die Mystikerin diesmal.
Beides ist irgendwie cool und ich hätte beides gerne, aber ich glaube, ich bin diesmal für die Mystikerin. Weil ich finde es immer cool, Gegner zu behindern quasi, also wahrscheinlich sowas wie Schlaf und Stunnen und so ein Kram. Ich nehme die Mystikerin. Let's go. Finde ich nice. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet oder was ihr gemacht habt, als ihr das Spiel gespielt habt. Würde mich auch interessieren. Aber das finde ich cool irgendwie. Und jetzt bin ich gespannt, was Charlotte als andere Richtung quasi noch angehen kann. So, Mordstern, naja. Kombo, okay, nice. Nice, 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 nice. Das gefällt mir, aus Kämpfen entkommen. Ich doch nicht, ich flieh doch nicht. Ich bin immer zum Kämpfen gewillt. So, jetzt auch Charlotte. Mal angucken, was die für einen Klassenwechsel vollziehen kann. Charlotte, bitte. Who is switching classes? Try to switch your class. Und zurücksetzen kann man ja scheinbar auch. Kann man da... Also kann ich jetzt meinetwegen mit Duran den Ritter meistern und könnte zurückgehen und dann den Gladiator meistern? Ist das so gemeint? Geht das? Also dann da zurücksetzen kann oder wie ist das gemeint? Ich kann gleich mal gucken. So, Heilerin und Priesterin. Eine unterstützende Heilklasse. Heilerin verfügen über einen hohen Geistwert, der ihre Heilkräfte verbessert. Sie können Feuer, Wasser, okay. Erde, Wind, Silber einsetzen, um ihre Verbündeten mit mehr als nur Heilmagie unter die Arme zu greifen. Eine Klasse für kämpfende Heilerin. Neben Heilfähigkeiten können Priesterinnen auch Angriffsmagie erlernen. Sie sind derart schlagkräftig, dass nötigenfalls auch allein mit dem Feind fertig werden. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das hier, weil ich habe ja jetzt mit Duran noch einen zweiten Heiler quasi. Und deswegen, glaube ich, gehe ich tatsächlich auf die Priesterin. Auch wenn Feuer, Wasser, Erde und Wind halt auch geil ist, aber ich weiß nicht. Führt die KA leistet beim Wirken von... Klar, ist mir egal. Bringt den Gegner mit einem verheerenden Fliegeangriff ins Stauchen. Okay, interessant. Erhöht Angriff und Magieangriff um 10. Okay, interessant. Solange Schnellfeld aktiv ist. Ein extrem schneller Sprint. Verursacht Schaden im Angriffsbereich. Beide ist nicht so meins. TP steigen bei beiden gleich an. Hier die MP halt noch deutlich mehr. Hier geht auch der Angriff hoch, scheinbar. Ich bin aber tatsächlich für die Priesterin, muss ich sagen. Ja, nehme ich. Finde ich cool. Yay. Obwohl ich sagen muss, das Kostüm von der Heilerin war cooler. Das Aussehen. Ich will generell auch bei Angelika, glaube ich, das... Warum sag ich immer Angelika? Von Angela das von dem anderen, glaube ich, cooler. Von dem, von der Magierin. So, nice. Nice, 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 nice. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, ob man jetzt wirklich quasi wieder zurücksetzen kann. Oder ob man das vielleicht erst füllen muss und dann zurücksetzen kann oder wie auch immer es gedacht ist. Ich habe keine Ahnung. Das könnte aber spannend sein. Zeig mal her. Niemand. Ich will nur kurz was gucken. Dura meinetwegen. So, jetzt. Ja, guck mal. Jetzt haben wir hier diesen Baum. Zurücksetzen. Was passiert da jetzt? Ah. Wie das spricht, ist mega weird. Aber okay. Das heißt, man braucht irgendein Item, um das zurückzusetzen. Okay, interessant. Interessant. Gut, hier hinten würde jetzt wohl das Windelementar von uns warten, schätze ich mal. Ja, das sieht ein bisschen nach Bosskampf aus. Let's go. Obsidian-Ritter. You must have destroyed the wind statue too. It's gone.
Something's wrong. What? That guy in the armor do this? We have to hurry and save Sylphin. Got it. We're coming, Sylphin. Okay. Interessant. Aua, aua, aua. Hier, machen wir das Neue. Dreifach hier. Let's go. Nett. Falsch. Machen wir das Neue. Mordstern. Auch nice. Und du machst auch mal das Neue. Irgendwie witzig. So, wie heile ich Medurhan jetzt eigentlich? Hätte ich bestimmt noch irgendwas auswählen müssen. Aber was ist für eine Leiste? Ah, oh! Das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte, okay. Das war jetzt eine Dummheit. Auch ein spannender Soundtrack irgendwie. Sei es für die Leiste unterkloppen. Okay, nice. Ja, sehr einfacher Kampf irgendwie, muss man sagen. Und coole Musik mal wieder, gefällt mir. Gefällt mir, muss ich sagen. Und tschüss, Haki Pet, oder wie auch immer du heißt. Haki PT, keine Ahnung. Nice. Und Schrotte bekommt auch ein Level Up auf Level 21 und alle anderen auch. Nice. You okay? Dark Knight from earlier. I don't know. One moment he was looking at the mana stone, and the next he was after me. He drained my energy and summoned Harsepity. So that night was after the mana stone. Sylphid, we need your help. Und jetzt ist der Mana Stein gleich kaputt, wenn wir zurück in die Höhle wecken. I'll stick with you until the bitter end. Okay, Jins Kräfte, Windelementar Magie einsetzen. Ausbildung. Ah, okay. Blitzebe wehrlos für Sturm. Okay, alles klar. You should be able to get into Citadel Laurent now. Guess it's time we head back to that Somnosa Meadow. Aber wenn wir jetzt in die Höhle zurückgehen, wird bestimmt irgendwas passieren mit dem Mana-Stein. Ist gerade meine Webcam-Aufnahme ausgegangen. Cool. Das ist nett. Aber ich wollte jetzt den Part eh beenden. Aber nee, alles noch okay scheinbar. Okay, gut. Ja. Ich mache die jetzt nicht an noch für 3 Sekunden. Das war's jedenfalls im heutigen Part. Keine Ahnung, warum die gerade einfach spontan ausgegangen ist. Vielleicht ist eine Festplatte voll, das kann ich mir vorstellen. Ja, egal. Weird. Im nächsten Part geht's dann weiter. Wir werden uns hier mehr umgucken. Und vielleicht sehen wir uns in der Stadt schon direkt wieder. Bis dann, ciao. Aviro, tschüss.